Ja, nein, also willkommen zum 31.12.2016. Das ist Vlogging the Family, das Live-Vlog der Eishox-Familie. Und ja, wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen. Dieses Jahr lief so ein bisschen komisch. Dazu mache ich aber mal ein eigenes nur Video und erkläre das vielleicht ein bisschen. Ja, auf jeden Fall fangen wir wieder an zu vloggen. Yeah, zu Silvester. Ich habe zwar noch ein paar Tage oder Vlogs zum Schneiden über gehabt, aber ich bin halt tatsächlich das letzte Dreivierteljahr nicht dazu gekommen, aber auch das werden wir sehen. Und vor allem die Schnuffelmäuse, die sind einiges gewachsen. Aber die werden wir gleich sehen. Ja? Na? Zeig dich mal an deinem Bademantel. Du siehst aus wie ein kleiner Zauberer. Ja. Toll gemacht, Ein Schätzchen. Weihnachtsgeschenk gewesen, ne? Ja, schick, auch von hinten. Ist wirklich, wir hätten als Faschingskostüm auch Zauberer machen können. Und zwar Mickey aus Phantasia als Zauberlehrling. Der hat ja auch so ein Ding an. Na, Victoria hat auch so einen niedlichen Bademantel an. Guck mal, ich habe einen Bademantel an. Anna hat nasse Haare. Und kein Kamm, weil die Kinder mal alles wegschleppen. Charlotte, wo hast du den Du suchst Kamm? meinen Kamm, das Wo ist aber habt ihr den nett. Kamm von Mama hingepackt? Ja, weil momentan wird alles in Taschen und Rucksäcke und sonst wo hingepackt. Und da verschwinden dann auch mal Kämme und so. Bastian ist weggefahren? Dein Bademantel wieder an. Bastian ist weggefahren? Hast du das gesehen? Es würde mich aber wundern durch die beschlagenen Scheiben vom Wintergarten. Zugesehen hast, wie Jonas Papa weggefahren ist. Zu unseren Nachbarn. Ach, du warst kurz mal draußen. Und wann? Wann warst du kurz mal draußen? 6 Uhr losgefahren. Aha, um 6 Uhr. Das ist aber eine blühende Fantasie, Pippi. Was ist mit dem? Kannst du noch mal zeigen, den Tannenzapfen? Und was ist damit? Was hat damit die Maus gemacht? Pippi macht. Hat die Pippi drauf gemacht? Hast du das gesehen? So, jetzt haben wir es in einer halben Stunde geschafft, unsere Grazien auch anzuziehen, weil wir nämlich noch unseren Silvestereinkauf machen müssen. Wir feiern wieder mit Freunden, ganz locker bei uns zu Hause. So mit Raclette quatschen, ein bisschen was trinken. Und dann müssen wir unseren Part noch einkaufen. Alter, und seit die beiden mobil sind, ist das mit dem mit dem Anziehen immer ein ganz schönes Angehen. Nee, ich brauche keine Jacke, ich brauche keine Hose, ich brauche keine Schuhe. Nee, das will ich nicht anziehen. Und ich muss erst meine Püppi anziehen. Ganz schön aufreibend. Nee, O-Tannenbaum, O-Tannenbaum. Straßenmalkünstler. Lotte und Toria. Habt ihr das gestern gemacht? Ja. Was singt ihr denn? Knack, 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 knack. Ja, da ist Schokolade drin, ne? Du, ein Weihnachtsmann? Ja, sag mal Hallo zu dem Weihnachtsmann. Hallo Weihnachtsmann. Ja, der war nämlich dieses Jahr auch da. Ja, ne, hat ganz viel Geschenke hat der gebracht, der Weihnachtsmann. Hallo. Und jetzt brauchen wir Wurst. Danke. Jetzt gucken wir, ob Mama schon mit dem Brötchen fertig ist, ne? Pippis? Wir haben alles andere besorgt. Jetzt müssen wir nur noch den Raclette-Käse und das bestellte Fleisch abholen. Victoria. Was heißt Nein, halt dich fest. Wie viele Brötchen brauchen wir bei vier Erwachsenen und drei Kindern? Dein
8 für die Erwachsenen mindestens. Jeweils eins für unsere beiden. Also nehme ich 10. 10 oder 12. Und vier Pfannkuchen. Singst du auch O-Tannenbaum mit? Ja, bitte. Drei Kartoffeln. Noch ein Brötchen. Noch ein Brötchen. Ja, noch ein Brötchen. Und noch ein Brötchen. Da hat die Mama eben geschockt, ne? Kam ich die Verkäuferin vom Bäcker und fragte, was darf denn sein? Und dann die Anna, drei davon. Ne? Dann guckte sie mal so und jetzt einzeln. Tannenbaum. Geil, lecker. Du bist nur ein Baum. Ne, ihr kleinen Abstauber? Warte mal. Ja, wir sind am Wasser schon vorbeigerollt. Ja, nehmen wir mal. Und einen kleinen Wechsel. Da unten ist auch Wasser. Ja, ist auch Wasser. Ach, das ist ein Heiligabend in April. Muss man sagen, Silvester ist ganz schön kalt. Dafür haben wir ziemlich geilste Sonnenschein. Strahlend blauen Himmel. Ja, einkaufen war zwar voll, aber es ging. Also die Leute haben nicht gekauft, als wenn es am Montag nicht wieder was zu kaufen gäbe. Ja, macht sich bemerkbar, wenn so Feiertage aufs Wochenende fallen. So, ich habe auch nur noch die Getränke. Wir wollen den nachherigen Abend ein bisschen zünftig beginnen. Deswegen will ich hier erstmal unseren Feuerkorb rausholen, vorne hinstellen. Schon mal Holz reinstapeln, das werden wir nachher nur noch Gippi ihm anstecken müssen und dann durch. Ja, also faszinierend finde ich hier den Rucola. Den letzten Rest, der noch steht. Der kann einfach Temperaturen von 0 und minus 1 Grad ab. Genau wie so der japanische Salat, der hier noch übergeblieben ist, dieser, der so federig aussieht. Ich fand ja, der schmeckt wie Gras, aber die Arne hat gesagt, der schmeckt noch gut. Na, Püppi? Kleine Miezekatze? Schnuttnase. Ah, oh, die kleinen Schnuffelmäuse. Ja, aber Papa holt trotzdem nur den Feuerkorb raus, deswegen kannst du trotzdem nicht helfen. Nein, lass mal, das macht dich nur dran dreckig. Ja, nur gucken. In unserer vollgebanzten Gartenbude. Ja, hier haben wir eine große Kompostgrube. Hier stand vorher eine riesige Eibe. Die haben wir weggemacht. Danke übrigens nochmal an Mikotronic fürs Helfen. Ja, und hier, da wo jetzt diese Grube ist, stellen wir im Frühjahr noch ein Gewächshaus, was genauso breit ist wie unseres, was wir haben, allerdings nur so 2 Segmente tief ist, hin. Weil da möchte nämlich die Anna Gurken drin haben. Und da Gurken und Tomaten sich zusammen nicht vertragen, müssen sie in eigene Gewächshäuser. Außerdem haben wir den Platz jetzt halt hier. Ja, ist auf jeden Fall heller geworden. Jetzt müssten nur noch die Tannen weg. Der Nachbar hat ja schon wieder bei Sturm rausgeguckt. Das wäre cool, wenn es irgendwann mal wieder soweit ist. Die Blautanne hat es ja damals schon entschärft. Und in den großen Bottichen versuchen wir nächstes Jahr Topinambur zu ziehen. Mal gucken, ob wir Schnaps draus machen oder es so essen. Da wir ja wieder unbedingt auf Low Carb wechseln werden mit der Ernährung. Geht nicht anders. Wäre das eine gute Kartoffelalternative. So, mit dem Laufrad hier. Ja, das ist Lottes Laufrad, ne? Und hier meins. Da vorne. Ja, da vorne ist deins. Hier hinten ist das. Was ist Lottas? Hallo. Püppi, hier hinten ist zu Ende. Hier kannst du nicht weiter. Hm, kleine Püppi. Hm, bist du müde? Du kannst auch Mittagsschlaf machen. Wird heute ein bisschen länger. Let's go.
Charlotte, willst du auch schlafen? Victoria, möchtest du hier auf der Couch liegen bleiben? Mhm. Okay. Dann machen wir ein bisschen auf der Couch Mittagsschlaf. Victoria, da ist weiße Häutung, Victoria. Und wo wohnst du? Du weißt es gar nicht. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung, ne? Nach links oder nach links? So. Bitte schön. Siehst du, Ernie schläft jetzt auch. Und hier wird schon wieder gezaubert. Kräuterbutter wird hier gezaubert. Das ist aber ganz schön flüssig gemacht, die Butter. Ja, macht doch nichts. Ja. Lässt sich aber besser... besser unterrühren, ne? Ja. Ja, mit eigenen Kräutern. War ganz gut, dass es. Ja, und eigene Butter, ja. War ganz gut, dass es nicht so kalt gewesen ist zwischen. Wir haben noch eine ganze Menge Kräuter, also fast alle eigentlich. Na, was nicht sind, das Melisse und. Ja, gut, die sind. Minze. Ja, die sind ja im Herbst schon weg im November. Und der Oregano ist ein bisschen zu tief abgeschnitten. Den habe ich jetzt auch nicht weggenommen, weil ich da jetzt nicht auf dem Boden mehr das suchen wollte. Ja, der stimmt. Der Oregano, der war ja auch trocken. Haben wir ja schon für den Winter zurückgeschnitten gehabt. Ja, weil das ist ja auch viel zu viel. Wir haben da hinten den großen Strauch und da vorne, das kann nachher komplett weg im Frühjahr. Ja, gut, da hinten kann man ja kaum sehen, dass er gerade nur grün ist. Lotti! Hey! Hast du ausgeschlafen? Okay, hört mal, Lotte. Hat mich einfach wach gemacht, ihr Assi-Eltern. Genau. Die Mama einfach das Fenster aufgemacht. Wir müssen mal hier mal ein bisschen was wegräumen, ey. Kinder, was eure Mama sagen will, ist, ihr müllt unser Wohnzimmer zu. Ja, also prinzipiell habe ich ja da nichts gegen, aber wenn dann schon der Besuch nicht mehr treten kann. Aber prinzipiell hat sie erstmal nichts dagegen. Ja. Na, kleine Schlafmütze. Müde. Bist du noch müde? Weg. Weg. Weg! 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 Selber weg! Selber weg! So, jetzt gibt es ein bisschen Rotweinsuppe. AKA Glühwein. Die Püppis kriegen die Schneeanzüge an. Und dann werden wir den Feuerkorb anmachen da draußen. Mal gucken, wie lange wir es aushalten, bis unsere Gäste kommen. Silvesterbesuch ist da. Raclette stehen quasi bereit. Restliche Zeug wird gerade gemacht. Feuerkorb hatten wir draußen kurz an, aber werden wir uns morgen nochmal drum widmen. Und insofern sage ich, ey, tschüss, wir sehen uns. Gehst du in die willst du tschüss sagen? Sag mal tschüss.